Ja, und Extremtemperaturen, die gibt es auch in Italien. Dort hat das Aufeinandertreffen von heißen und kalten Luftmassen schwere Unwetter ausgelöst. Am stärksten betroffen waren die Gegend um Bologna und die Adriaküste. Diese Bilder aus Ravenna zeigen mutmaßlich einen Tornado und dessen Zerstörungskraft. In einem anderen Video sind Badegäste zu sehen, die in Lido di Classe bei Ravenna in Massen vom Strand flüchten. Die Wellen seien bis zur 6. Strandreihe vorgedrungen. Liegen, trieben im Wasser, heißt es. Aus einigen Orten gab es Berichte über tennisballgroße Hagelkörner. Laut Wetterdienst wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern registriert. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar.